Frau Enterich weihte am grünen Rhein ihr Jüngstes in alle Geheimnisse ein. Sie sagte, das Schönste zu fressen, das unser eins hat, das ist der Salat. Das Entelein lauschte und staunte gar sehr, es blinzelte und frechte in der Gegend umher. Da sah es die süßesten, herrlichsten Kirschen am Baum. Mama, pflück sie für mich. So bat es kläglich. Mein Kind, sagt die Mama, das ist unmöglich. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie. Das Entelein weint und klagte gar sehr, es trug sein gegebenes Schicksal nur schwer, doch als es dann groß war, da ging es mit einem Bericht vors hohe Gericht. Die Großen, so sagte es, fressen ganz keck, den Kleinen die Kirschen und Sonstiges weg. Sie alle beanspruchten darin das männliche Recht. Was sind das, sprach die Maus, für dumme Faxen? Die Kleinen müssten dann doch erst mal wachsen. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie. Die Welt ist rund um den Schein so gelenkt, dass Enten und Mäusen das Leben nicht schenkt. Sie tragen ihr Schicksal nach altem und tierischem Brauch wie andere auch. Die Großen, die sind ja am Anfang auch klein, und wenn sie dann wachsen, dann ist es gemein. Doch wenn es auch ärgert, die Kleinen, die ändern das nicht. Solange die hohen Bäume Früchte bringen, solange werden alle Kleinen singen. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie, erreichen wir sie nie, erreichen wir sie nie.